Tagesschau. Sex kommt bei vielen gar nicht gut an. Schweizer Schifffahrtsgesellschaften tun sich schwer. Und die neue Woche bringt wieder Gewitter. So heißt Sex, Japan erklärt. Sex, Trump. Das Heu. Daniel Rossella, Stadtpräsident von Nyon, ist empört. Des Diesels Leid ist Ole Hellbachs Freud. Nach dem Motto, aus alt mach neu. Genau. Das war's von uns. Die Tagesschau. Tödlicher Feuervulkan und gewitterhaft. Die Felder bestellen und dabei offen sein. Rund 800 Millionen bis 1 Milliarde Franken. Das Geld fließt. Es zeichnet sich ab. Die Debatte ist noch im Gang, aber es zeichnet sich, wie gehört bereits ab, der künftigen Agrarpolitik, wie es eben heißt, Christoph Nova in Bern. Was heißt das nun konkret? Bauernbetriebe einstellen müssen. Danke nach Bern, Christoph Nova. Ja, die große Liebe wäre es demnach nie werden. Fabio Flepp mit einem Beispiel. Sie fressen bereits heute Gras für China. Milchhandelsorganisation Mu, 5 Millionen Liter Milch, vor allem in Form von Käse. Auch eine Milchkuh, aber in Bern, heute kurz vor der Agrardebatte. Eine Mehrheit im Rat ist der Ansicht, dass Hörner von Kühen und Ziegen in der Verfassung nichts zu suchen hätten. Der Schweizer Rüstungskonzern RUAG hat überrissene Preise verrechnet. 1945. Israel, Deutschland. Deutschland, Israel, Israel, Israel. Wir fabrizieren nordische Duvet und Küsse in Top-Qualitäten, in jeder Größe. Hier werden die Daunen und Federn von toten Tieren gewaschen, getrocknet, entstaubt und sortiert. Slowenien. Dieses Wohnhaus gehört dem Vatikan. Die Mieter wissen davon nichts. 3 Milliarden wert. Aber der Ball, der flattert nicht. Nein, wir haben das ja durch Prüfungen feststellen können. Also der Ball ist so rund, dass er gut fliegt und nicht flattert. Undurchsichtigkeit ist das Rückgrat dieses Systems, nicht etwa das Evangelium. Und inzwischen ist Susanne Wille hier mit den Themen von 10 vor 10. Heute schauen wir auf das heikelste und das umstrittenste Körperteil, die Hand. Zu euch. Besten Dank, Susanne. Hier nun gleich Meteo. Und mit einem Überblick über die Gewitterlage dieser Woche, die Tagesschau. Einige Gewitter möglich. Also Erdnussbutter, Levi's Jeans, Harley Davidson oder Whisky. Einfach durchgewunken. 2,8 Milliarden Euro. Sebastian Ramschbeck in Brüssel, dann herrscht nun also bei allen EU-Staaten die große Einigkeit. Was kommt da auf die EU zu? Ab Freitag treffen sich Trump, Merkel und andere EU-Vertreter am G7-Gipfel in Kanada. Danke nach Brüssel, Sebastian Ramschbeck. Endlich Frieden möglich. 5 Jahre später kam es zum Krieg. Und damit zu weiteren Meldungen in Kürze, zuerst aus Tschechien. Wissenschaftliche Experimente durchführen. Umgerechnet 1,2 Millionen Franken Bestechung. Und seit heute ist klar, welcher Zug künftig beim Kirchlein von Wassen durch die Kehrtunnels kurven wird. Aedes albopictus, Zika, Dengue oder Chikungunya. 1,7 Millionen, sagt Mückenexperte Pi Müller. Fürchten müssen. Der angstschweißtreibenden Dinosaurier. 3,7 Milliarden Dollar. Und damit ins Rundschau-Studio zu Nicole Frank und den Themen von heute. Judenhass in Deutschland. Dies und mehr um 5 vor 9 bei uns in der Rundschau. Besten Dank, Nicole. Und auf Wiedersehen. Hier ist die Tagesschau. Und keine Änderung, Gewitter. Einem Franken. Konkret 2 Milliarden Franken. 2 Milliarden Franken. Ich werde alle überzeugen. Bundesrat Uli Maurer glaubt also, er könne alle überzeugen. Nathalie Christen, kann das gelingen? Flutschen. Politik hin oder her, National- und Ständerat hin oder her. 1 Milliarde Franken. Danke nach Bern, Nathalie Christen. Kuhhandel gegen das Volk? Fragezeichen. Es ist nicht so, dass die Verwaltung einfach gar nichts macht. Und hier noch zwei Kurzmeldungen aus dem Bundeshaus. Mehr Bürokratie, mehr Bürokratie. Und zu einer weiteren Nachricht aus dem Ausland in Kürze. Und auch in der Türkei gibt es große Stimmung. Grundsätzlich gute Stimmung. Blauer Himmel, nicht ganz so viel Blau am Himmel. Aber was sagen die Unternehmer dazu? Seit ihrer Kindheit hat sich Ursula Keller für die Lasertechnik interessiert. Wir sind überzeugt, dass Blumen glücklich machen. Gibt es auch Sachen, die du nicht so toll findest? Eigentlich nicht. Außer das mit den Ohrenkrübeln. Und bei uns nun zu Andrea Fetsch und dem Team von 10 vor 10. Franz. Danke, Andrea. Das war's von uns für Sie. Basler und einzelne Gewitter.
Die Liste der Differenzen ist lang. Britische Premierministerin Theresa May, Angela Merkel, Shinzo Abe, Giuseppe und Peter Dückerli. Danke, Peter Dückerli. Sechs. Imame ausweisen, Moscheen schließen, diese Maßnahmen seien anti-islamisch, seien rassistisch. Welchen Eindruck haben Sie? Sehr wenig Kritik. Peter Balzli, besten Dank. Zwischen der Schweiz und Kosovo kommt Bewegung in Sachen Renten. Mina Hassani sagt, sie hätte die Hoffnung auf ihre Witwenrente schon fast aufgegeben. Und nun nach Italien, Philipp Zahn. Ragusa, UNESCO Weltkulturerbe. Bei uns zu Andrea Fetsch und den Themen von 10 vor 10. Ungeheuren Dimensionen, Franz. Danke, Andrea. Bis bald. Tagesschau, gebietsweise Gewitter. Doch diesmal ist alles anders und der Grund heißt komplettes Scheitern. Viel bewegt sich also nicht. Ein eindrückliches Feuerwerk, mehrere Demonstrationen gegen die Einwanderung und gegen Rassismus. Die Kinder mussten ihr Unihockey-Training vorzeitig abbrechen. Solche heftigen Gewitter, kein Einzelfall in den letzten Wochen. Sehr heftige Gewitter. Unwetter. Ein Jugendlicher unterwegs, auf dem Mofa, das Gewehr auf dem Rücken. 76-Jährigen getroffen und einen Einblick in sein Leben und sein Denken erhalten. Der Nobelpreis hat ihn zu einer öffentlichen Person gemacht. Dies will er nutzen. Plötzlich habe ich das Wort. Und so möchte ich es benutzen. Zum Beispiel, das Leben hat keinen Sinn. Mindestens 11 Milliarden Franken. Wir brauchen das nicht. Knapp 300 Millionen Franken, rund 700 Millionen Franken. 92. Geburtstag. Und jetzt gibt's Meteo und das Wort zum Sonntag. Tagesschau. Und morgen wird's aber gewitterhaft. 100 Millionen Franken. Ja, letztlich ging es ums Portemonnaie. 100 Millionen Franken. Danke nach Sitten. Das war Roger Brunner. Enttäuscht sind die Jungparteien von rechts bis links. Die Niederlage in dieser Höhe ist bitter. Dennoch glauben sie, etwas erreicht zu haben. Christoph Nufer im Bundeshaus, 116 besetzten Sitzen. Zurück Christoph Nufer in Bern nochmal. Das ist ja doch ziemlich überraschend. Warum denn gerade jetzt? Vielen Dank nochmal nach Bern. Einen schönen Abend noch. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Wir beginnen die Sendung mit der Äußerung eines entsetzten Verwaltungsratspräsidenten der Post. Ich muss Ihnen sagen, ich bin erschüttert. Und dann gibt der Erschütterte drastische Maßnahmen bekannt. Überhöhte Subventionen. Und das macht heute auch noch Schlagzeilen. Mit Flüchtlingen. Schlossherr sein oder Burgfräulein, ein Manoir besitzen, ein Anwesen, ein Herrenhaus oder eben eine Burg oder ein Schlösschen. Und zum Schluss der Blick auf die Themen von 10 vor 10 mit Arthur Honecker. Ja, bei der Post, da rollen die Köpfe gleich reihenweise. Danke, Arthur. Ja, das ist der Stand der Dinge im Moment. Hier geht's jetzt weiter mit Meteo. Und dann wollen 100 Sitzende lieber stehen. Und einen schönen Abend. Meteo wird Ihnen präsentiert von Rise. Meteo ist Ihnen präsentiert worden von Rise.